Hallo zusammen, wieder einmal ich und heute geht es um Mad Max Fury Road. Ein Film, ja, der mich relativ beiläufig interessiert hat. Ich habe aber diverse andere Kanäle im Abo, von denen ich weiß, dass sie sich stellenweise darauf freuen wie ein Schnitzel. Schöne Grüße. In diesem Sinne, Mad Max ist quasi der vierte Teil, stimmt aber nicht so ganz, es ist ein Reboot. Fakt ist, es gibt die drei alten Filme aus den 70ern und 80ern mit Mel Gibson. Die habe ich damals auch genau einmal gesehen und fand sie nicht besonders gut. Das liegt aber daran, dass zu dem Zeitpunkt Mel Gibson bei mir präsent war als Braveheart und eben als Cop Martin Riggs aus Lethal Weapon. Und wenn ich jetzt hier diese Rolle und diese Figur Filme gesehen habe, ich habe zwar dasselbe Gesicht gesehen, aber das war so ein anderer für mich und irgendwie war das ganze Thema für mich auch so reizlos. Der neue Film ist im Grunde ein Reboot, sprich in der Eröffnungsszene wird die Vorgeschichte von Max erzählt und das ist im Grunde die Handlung des ersten Films auf unter 2 Minuten eingestampft, sprich in dieser Welt, in der das Ganze spielt, ist irgendwann mal die große Atombombe hochgegangen, die ganze Welt ist verwüstet und die Menschen leben dort eigentlich nur noch so zum Überleben und alles, worum es geht, ist Sprit für die Autos und Wasser zum Überleben. Max hat irgendwann war früher Polizist, hat dann seine Familie verloren und zieht seitdem eigentlich nur noch durch die Gegend und will überleben. Zu Beginn des Films wird er dann gekidnappt von einem ganz komischen Warlord und in dessen Verlies, beziehungsweise in so eine Art Felsenstadt oder was das sein soll, sie nennen es die Zitadelle, verschleppt. Ja, dort bricht gleichzeitig eine der Anführerinnen, das ist Furiosa, gespielt von Charlize Theron, zu einem Transport auf und fällt den eigenen Leuten in den Rücken. Sie versucht, ein mysteriöses, außerhalb liegendes Ziel zu erreichen und hat obendrein etwas sehr Wertvolles gekidnappt, das der böse Warlord dann versucht, wieder zurückzuholen. Max ist bei dieser Verfolgungsjagd, mit der das Ganze dann im Grunde losgeht, eher passiver Beigeschmack. Also er ist durch Zufall dabei und dann wird er nach und nach in das Ganze verstrickt und greift rettend ein. Ja, wie gesagt, es gibt einige, die sich auf diesen Film gefreut haben. Ich selber war nicht so voller Vorfreude, weil das Thema mir nicht liegt. Und ich muss auch sagen, dass ich über weite Strecken des Films eher begrenzt begeistert war. Zum einen liegt das an der Figurenzeichnung, weil ich meine ehrlich, wenn ich bei so einem Film ausgefeilte Charaktere sehen will, dann habe ich Pech gehabt. Trotzdem irgendwie ist Tom Hardy für mich ein Darsteller, der kann schauspielern, aber er spielt hier einfach einen sturen, hohlen Klotz. Hohl ist jetzt falsch, also Max ist jetzt nicht gezielt dumm. Aber im Grunde gibt er immer nur brummige, einsilbige Antworten und ist über weite Strecken des Films auch relativ passiv. Soll heißen, bei der großen Eröffnungsverfolgungsjagd ist er die ganze Zeit an ein Auto vorne gekettet. Bei den späteren ist er die meiste Zeit im Cockpit des großen Transporters drin. Und erst im Showdown eigentlich gibt es Szenen, wo er wirklich aktiv das Cockpit verlässt und dann mal so richtig eingreift. Auch die andere Figur, der Warlord, sieht natürlich extrem schräg aus, wie so eine Skelettversion von Darth Vader. Und einfach durch sein schräges Aussehen kennzeichnet er sich als der Böse. Wer das eigentlich ist, weiß ich nicht. Genauso die genaue Motivation, die Furiosa da antreibt, auf einmal den eigenen Leuten in den Rücken zu fällen, wird nur sehr beiläufig angerissen. Ansonsten hieß es, der Film sei eine einzige große Dauerverfolgungsjagd. Das ist Quatsch, weil natürlich befinden sich die Hauptfiguren ab da, wo es am Anfang losgeht, in dauerhafter Verfolgungssituation, aber nicht in permanenter Bedrängnis. Das heißt, da gibt es auch mal ein paar Passagen, wo die sich ausruhen oder eben nur reden. Die Action an sich, ja, da muss man jetzt natürlich ganz, das ist ein schmaler Grat. Was ich meine ist, wir haben letztes Jahr an Transformers 4 erlebt, was passiert, wenn man wirklich die Überdosis bekommt. Und bei einem Film, der sich jetzt rühmt, damit 2 Stunden Dauer-Action zu präsentieren, könnte man natürlich befürchten, sowas zu bekommen. Aber jetzt kommen wir auch langsam mal zum Guten. Das ist es nicht. Denn unterm Strich ist dies eine Wiederbelebung des Action-Genres, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Sprich, der Film ist natürlich mit heutiger Technik gedreht, aber er wirkt so vom Feeling und von der Aufmachung her wie in den 80er Jahren gedreht. Sprich, da ist wenig Spezialeffekte verwendet worden und vieles davon ist wirklich passiert, also man hat das wirklich gedreht. Dabei sei gesagt, dass das auch einen Nachteil hat, weil vor allem manchmal große Weitansichten sind, in denen wahnsinnig viel gleichzeitig passiert und man da hier und da was verpasst oder wenig Übersicht hat. Aber das kann man dann sehen, ob es gut oder schlecht ist, denn es wirft einen Blick auf das Chaos und das hat man ja scheinbar wirklich richtig inszeniert. Und ansonsten gibt es wirklich krasse Actionpassagen, ein hohes Tempo. Ich muss zugeben, wie gesagt, 2 Drittel des Films, die waren nicht langweilig, aber ich war trotzdem irgendwie, der Funke sprang nicht über, aber dann im Showdown wurde so richtig Gas und Feuer und Gas gegeben. Also das hat richtig Spaß gemacht. Die Serie ist ja noch auf mindestens 3 weitere Filme ausgelegt und ich habe jetzt gelesen, Drehbuch für Teil 2 ist fertig, schon seit 2011. Drehbuch für Teil 3 wird gerade fertiggestellt und Tom Hardy ist sowieso verpflichtet für 3 weitere Teile. Ich gehe auch mal davon aus, dass dieser Film wirklich
die Leute, die darauf warten, zufriedenstellt. Ich gehe davon aus, dass es die weiteren Teile geben wird und es spielt keine Rolle, was ich jetzt hier groß sage oder bewerte. Die meisten Leute, die vorhaben, ihn zu sehen, werden sich nicht davon abhalten lassen. Ich sag mal so, es ist nicht die unglaubliche Filmsensation, die mir zum Beispiel Chris Duckman präsentiert hat oder auch wenn man die Cinema liest, die dann schrieb, vor dem Erscheinen von Star Wars wird es keinen so großen Film mehr geben. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber schon, dass es ein kleines Action-Kleinod ist, wie es früher mal nichts Besonderes wäre, aber heute schon wieder was richtig Besonderes hat. Und es ist ein Film, der gelinde gesagt einfach kracht. Und das ist mir doch glatte 4 von 5 Punkte wert. Ich rate also jetzt nicht auf Teufel raus, in diesen Film muss man rein. Denn wenn man das Hirn mitnimmt, kann man auch hier und da schon mal auf Probleme stoßen. Zum Beispiel, warum die eine Karre, die da die ganze Zeit rumfährt, irgendein Freak mit einer fetten Gitarre, die die ganze Zeit Flammen schlägt, vorne drauf stehen hat. Muss man nicht hinterfragen, das ist cool. Cool passt ja bei einem Film, der permanent in der Wüste spielt, aber trotzdem, dieser Film stellt die Leute zufrieden, die darauf gewartet haben und jeder andere guckt ihn sich eh nicht an. Von daher, 4 von 5 Punkten, eine Empfehlung, nur wenn möglich 3D verzichten, weil außer von ein, zwei Szenen kann man hier das 3D komplett abhaken und das sage ich ja eigentlich immer und das sage ich, weil es immer stimmt. Guckt ihr euch Mad Max an, lasst es mich wissen, wenn ihr mögt, darunter gerne in den Kommentaren. Und ansonsten gerne einen Daumen, gerne ein Abo und gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. It's done!